Und wieder sind wir wieder zurück. Mann, sind wir jetzt in der Festung, die jetzt so ein bisschen fackelt. Wird langsam heiß, die ganze Sache. Und somit, ja, mal gucken. Wir müssen jetzt unsere Sam finden. Heißt die Sam? Ich habe jetzt wieder den Namen vergessen. Vor allem, alles brennt, bis auf die Kerzen. Gute Sache. Oh, doch, da sind ein paar Kerzen, die brennen. Oh, oh. Ich hoffe, die sterben noch vorher. Rückstopp. Typisch Spiel, ist immer so eine Sequenz, ne? Ach du Scheiße. War ich das? Ah, ich komme da nicht rein. Ich nichts für kann. Ich unschuldiges Mädchen. Spaß macht. Haben die hier keine Wasserleitung, wo sie sich löschen können? Feuerlöcher? Hm? Alles unsicher? Nein. Stimmt, sind ganz andere Zeiten, andere Sätze. Zumindest müssen wir uns nicht um die Scheißgegner kümmern, darüber bin ich erstmal happy. Niemand geht. Das habe ich auf Japanisch vor dem Absturz gehört. Das Ritual aus Emikos Grab. Was interessiert Messias Solan? Hm. Gold, Schatz, Macht. Aber irgendwie warte ich drauf. Wo sind die scheiß Statuen, die uns fertig gemacht haben? Ich meine, wenn sie nur so eine kurze Sequenz haben, finde ich es irgendwie ein bisschen schade. Okay, ich muss nicht unbedingt gegen sie kämpfen, aber... Ups. Aua. Rüber! Wo ist unsere Freundin? Ich muss ein Girlie-Amt machen. Nee, das ist das Girlie-Amt. Alle Typen, die sich was vorstellen, wie zwei Frauen ihren Tag verbringen, das ist ein Girlie-Amt. Ich suche nur meine Freundin hier gerade, sonst ist es nur ein One-Girl-Amt. Also normales Mädchen-Amt. Okay, das sieht bedrohlich aus. Ah! Hallo? Lara, du lebst. Sie ja auch. Ich meine, sind Sie okay? Was war los? Sie sehen mich nicht als Bedrohung, deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten Sie, dass die anderen festgehalten werden? Ja, Sam ist da drin. Aber ich kann sie nicht befreien ohne Waffe. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, Dr. Whitman. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich passe hier auf. Ruf mich, wenn es sicher ist. Oh, Pussy. Ich trau ihm nicht. Oh, wenn jetzt die Statuen kommen, hätte ich meine Klappe halten sollen. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie. Und jetzt bist du hier. Bitte. Ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du bist. Emikos Blut fließt durch deine Adern. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre, Mathias. Warum tun Sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen. Von diesem Ort. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha,
Du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri, bewache sie mit deinem Leben. Boing. Lara, oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vor Durchdrehen. Ist okay. Girlie-Abend. Es wird gut. Meine Waffen. Auch meine Sachen wieder. Wir hier nur wieder rauskommen. Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Whitman. Whitman. Hä? Sag ich doch. Ich kann ihm nicht trauen. Lauf weiter, Sam! Ich komm schon irgendwie raus! Das war klar. Oh nee, ich will nicht gegen euch mehr kämpfen. Gib mir auf den Sack. Oh nee! Ein Kopfschuss, ein weniger! Fuck! Alter, das alles spiele ich nur wegen Tenchi hier! Ich soll das aufnehmen für Tenchi! Fuck! Oh! Mann! Ich meine, Frau! Ah, oh, scheiße! Na gut, dann nehmen nochmal. So, einer weniger. Oh, leck mich! Ja, ich muss da ran, ich muss da ran, ich muss da ran! Ich dachte, die wäre tüch. Oh, scheiße. Komm her, komm her. Bäm, voll in die Fresse. Ey. Wollte ich nicht. Einer weniger. Zu. Lächerlich, Kinder. Meine Fresse. Nachladen. Okay, wir sind auch auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
Oh, ich habe keine Zeit für euch. Rettet euer Leben. Alter, warum zündest du dich nicht selbst an richtig? Komm, geh ins Feuer. Nö. Drecksack. Ich bin eine Frau mit Leidenschaft. Arschloch. So. Machen wir es auf altmodische Art und Weise. Das hilft auch. Shit, keine Munition. Aber hiervon haben wir noch genug. Ein bisschen Munition haben wir hier gerade aufgesammelt. Müssen wir erstmal rinziehen, bevor wir weitergehen. Ah, Sequenz. Schönes Ding. Los, alle! Findet die Auserwählte! Die gehört mir! Oh! Oh, scheiße, dumme Idee, dumme Idee. Ist seine Füße fehlgespiegelt? Hallo? Achso, ey, ganz ehrlich, ich hab so die Füße angeschossen. Komm da raus! Na klar! Bam! Lö, hören wir fallen wir? Das war's mit dem Versteckspiel! Treffen sollte man. Ach so. RB, nicht RT. Nochmal. Das war's mit dem Versteckspiel. Jetzt bist du fällig. So, das war's. Mann, haben wir viele Narben am Körper. Aber wir haben Papa, der Geld hat, der uns die Narben. Schönes Ding. Wir haben auch Teaserfilm, wo auch immer. Okay. So, nach der explosiven Stimmung. Ja, ich weiß, ist lustig. Werden wir uns auf jeden Fall, ihr wisst, was jetzt kommt, bis zum nächsten Part. Und ich hoffe, da kommt langsam mal das Ende entgegen. Das Spiel ist ziemlich geil, aber es ist wirklich ziemlich anstrengend. Und ja, ich bin übelst gespannt, wie es endet. Also, bis dann. Ciao.